Willkommen zurück, weiter geht's mit Let's Play Tomb Raider Shattered Memories. Und ich habe schon eine Idee. Hier im Copycat Land. Ja genau, jetzt müssen wir erstmal die Fackel wegschmeißen, sonst gibt das hier nichts. So Lara, weg mit der Fackel. Und dann überspringen wir dieses Feuer einfach mal. Da können wir nämlich hier so drüber. Mal kurz zwischenspeichern, aber mehr um die Geräusche leiser zu machen als des Speicherns wegen. Und dann darüber. Das ist der Plan. Und das kriegen wir bestimmt auch hin. So, also hier Kante abspringen und so. Gut. Speichern. Dann schauen wir mal hier um die Ecke. Was jetzt hier so kommt. Okay. Was kommt jetzt hier für ein Raum? Oh, das sieht gefährlich aus. Aber was macht denn da so eine hölzerne Venedig-Tür? Kommen wir jetzt wieder in einen anderen Bereich? Und vor allem, wie kommt man da rüber? Sind da unsichtbare Plattformen? Da schon mal nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich hierbei um unsichtbare Plattformen handelt. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. So, oder wir schauen auf der Decke. Ja, da sind nämlich Dinge eingezeichnet, wo man stehen kann. Seht ihr das? Das heißt, wir müssten jetzt irgendwie da rüberspringen. Und müssen uns dann wahrscheinlich daran festhalten. Ja, seht ihr, es geht. So Rätsel finde ich immer ganz cool, wo man dann so an der Decke und am Boden gucken muss, ob da irgendwas absehbar ist. Und das hat uns jetzt verraten, da ist eine unsichtbare, begehbare Plattform. Und vor allem ein Medipack, was wir ja sehr, sehr gut gebrauchen können. So, ich glaube, ich weiß auch, wo wir jetzt rauskommen. Weil das haben wir nämlich schon mal gesehen von innen. Ups, jetzt sind wir erstmal kurz nochmal runtergefallen. Springen hier mit einem Bogen da rein. Wir müssen aber erst diese Tür noch öffnen. Ich speichere echt die Hälfte der Zeit nur, damit ich irgendwie die Geräusche sinnvoll leiser machen kann, ohne unnötig ins Inventar zurückzugehen. Da denke ich mir, da kann ich in der Zeit auch kurz speichern. Es ist echt so, Leute. Also es ist nicht unbedingt bei mir der Speicherwahn ausgebrochen. Der ist bei mir zwar grundsätzlich da und ausgeprägt, aber jetzt nicht so in dem Ausmaß, wie es hier aussieht. So, irgendwie ist der Sprung gerade nicht so einfach. Der gestaltet sich nicht so leicht. Der geht mir nicht so einfach von der Hand, wie ich dachte. So. Aber hier haben wir auf jeden Fall M16-Munition liegen. Aha. Aha. Und hier geht's weiter. Habe ich gerade was gehört? Gegnertechnisch? Oh, oh. Ich habe Angst. Es war nur ein Schuss drauf, aber immerhin. Okay. Und jetzt den hier. Da haben wir wenigstens den einen Schuss noch sinnvoll genutzt. Okay. Ja, das war gut. Die sind zum Glück so lahmarschig, diese Viecher. Hier haben wir jetzt ein Spinnennetz. Da geht es irgendwie runter. Will ich dahin? Weiß ich nicht. Was haben wir hier? Ah, noch so ein Typ. Hello. Freue mich, deine Bekanntschaft zu machen. Mehr oder weniger. So, hier ist Wasser. Ist überall so schwimmende Inselbereich. Hm. Hier kann man auf jeden Fall durchtauchen. Ist hier oben noch was? Nö. Haben wir überhaupt schon Medipack jetzt in dem Bereich gebraucht? Ich glaube, wir haben bis jetzt sehr viel neu gemacht, um nicht so viel Leben zu verschwenden. Ah. Ja, Leute, wir sind wieder zurück. Hier waren wir nämlich schon. Das ist der Ausgangspunkt. Sehr interessant. Jetzt will ich aber nochmal was abchecken, weil ich habe die Stelle noch nicht hundertprozentig wiedererkannt.
Das will ich mir jetzt nochmal angucken. Also die Munition haben wir ja schon, das wissen wir. Ich lasse jetzt die Geräusche auch so. Obwohl, man kann ja so. Ich will nur nicht speichern. Ach doch, das ist der Level-Anfang. Genau, das ist der Level-Anfang. Dann sind wir hier rum. Da durch. Da waren die zwei, wo ich gesagt habe, ach, die sind nur zur Schau da. Die erwachen gar nicht zum Leben. Dann kann man hier hin. Und, genau. Das war der Weg. Jetzt habe ich das wiedererkannt. Passt. So, und jetzt sind wir wieder hier und können das nächste Tor öffnen. Juhu! Das letzte finale Tor. So. Wo hinter sich was ganz Schönes verbergen wird, wo ich mich jetzt auch schon drauf freue. Das habe ich vor diesem Fieder erschreckt. Das sind auch echt ekelhaft, die Viecher. Was wollte ich sagen? Achso, jetzt kommt nämlich der schöne Bereich Stadt Vilcabamba-Style von Tomb Raider 1. Nostalgie pur. Wo ich mich jetzt wirklich sehr drauf freue. Das ist so ein schöner Peru-Abschnitt nochmal zum Schluss. Da freue ich mich jetzt drauf. Hoffe ihr auch. So, jetzt müssen wir aber den Zahlencode nochmal machen. Wie war das denn jetzt nochmal? Y, dann Omega. Y, Omega und... Was ist denn das letzte? Ist das ein Omega? Ne, ein Y. Also, unten, oben, unten. Also alle Geraden, Ungeraden sind unten und alle Geraden sind oben. Also das ist schon mal richtig. Nein, alle Geraden sind oben. Also ungerade ist die 5, die muss runter. Dann haben wir die 2, die ist gerade. Das heißt, die muss oben stehen. Die 4 ist auch gerade. Das heißt, die muss auch oben stehen. 3 ist ungerade, muss damit unten stehen. Und 1 ist auch ungerade, muss auch unten stehen. Und dann müsste das aufgehen. Yes. Das heißt, wir haben jetzt den Weg nach Peru geebnet. Freue ich mich drüber. Freue mich über alles, ich weiß. Aber nicht, wenn wir hier unnötig Leben verlieren an einem Feuer. Aber wir haben jetzt so viel Leben gespart bei den Atlantern. Beziehungsweise waren da keine Atlanter, da waren nur diese schwimmenden Inselgegner. Aber es war Atlantis. Was ich sagen wollte, wir haben da so viel Leben gespart, dass wir hier auch mal ein kleines Feuer mitnehmen können. Haben ja nicht viel Leben verloren. Sind wir mal nicht so. Wir haben ja jetzt wieder ein paar Medipacks am Start. So, einmal geräuspert, dann kann es weitergehen. Das haben wir nämlich schon gesehen, deswegen wusste ich, dass Peru kommt. Da haben wir ja schon mal gelinst das letzte Mal. Aha. Und sind jetzt hier wirklich ganz nostalgisch zurückgeworfen zu allen Anfängen von Tomb Raider. Nämlich Tomb Raider 1. Da ist eine kleine Strömung drin, das erinnert mich sehr an das verlorene Tal. Vielleicht ist das auch so eine Mischung aus dem Grab von Qualopec, dem verlorenen Tal, und natürlich der Stadt Vilcabamba und die Kavernen. Aber es erinnert mich hier tatsächlich jetzt gerade eher an das verlorene Tal. Das heißt, ich werde meine Vermutung revidieren müssen und sagen, wir haben hier ein verlorenes Tal-Level, was ich aber noch geiler finde als die Stadt Vilcabamba, weil wenn ihr das wisst, dann wisst ihr das, wenn ihr es wisst, dann wisst ihr genau, das war ein sehr sinnvoller Satz, herzlichen Glückwunsch. Nee, dann ist das verlorene Tal, wenn nicht sogar mein Lieblingslevel von Tomb Raider 1. Ich bin jetzt vorsichtig, weil ich nicht weiß, ob ich mal was anderes gesagt habe, aber grundsätzlich ist eigentlich das verlorene Tal mein Lieblingslevel von Tomb Raider 1. Obwohl diese Ägypten-Level, also diese, genau, Wüsten-Ägypten-Level, die kommen da auch sehr nah dran. Okay, jetzt hangeln wir erstmal hier weiter rüber. Ja, ich finde halt Ägypten generell so faszinierend. Was einfach diese alten Ägypter schon alles gemacht haben in dieser antiken Zeit, das ist Wahnsinn. Hab da jetzt auch neulich, also was heißt neulich, jetzt hier in meiner Quarantänezeit,
habe ich mir auf Terra X zwei Dokus zu Ägypten angeschaut. Und da sind mir voll viele Dinge aufgefallen bei Tomb Raider 4, die mir noch nie so bewusst waren, dass die so nah an der Wirklichkeit sind. Also was Ägypten angeht, was die ägyptischen Götter angeht, auch die ganzen Schauplätze, die ganzen Grabkammern, wo ich jetzt viel mehr weiß, was da dahinter steckt und alles. Also das war sehr interessant zu sehen. Ich kann das empfehlen, falls ihr mal auf die CDF-Mediathek stößt. Ägypten, eine kleine Geschichte, habe ich geguckt, und der Junge hinter der Maske. Also Tuneh Amun. Sehr, sehr interessant. Kann ich mal empfehlen, sich das anzugucken. Da kann man wirklich auch sehr viel über Tomb Raider 4 lernen. Tomb Raider 4 ist ja komplett auf Ägypten halt ausgelegt. Und man erkennt da sehr, sehr viele Dinge wieder. Halt. Ne, ob das jetzt wirklich die Grabkammern am Ende sind, die so verschachtelt sind mit den ganzen Fallen. Da haben die ja die ganzen Pharaonen begraben und versteckt in Ägypten. Oder das Tal der Könige, das ist doch, glaube ich, auch ein Level von Tomb Raider 4, wo man reinkommt. Ja, da gibt es so viel, ob das die Pyramiden sind. Auf jeden Fall haben wir dieses Zeitspiel jetzt nebenbei mal schnell geschafft. Ja, oder auch die Mastaba zum Beispiel ist ja auch ein Tomb Raider 4 Level, was total aus der ägyptischen Geschichte alles kommt. Also wenn ich jetzt das Tomb Raider 4 Let's Play heute machen würde, nach 6 Jahren oder so, jetzt nachdem ich auch diese Dokus geschaut und mich da auch echt dafür interessiere und ich will auch mal eine Reise nach Ägypten machen, könnte ich, glaube ich, viel mehr zu den Leveln erzählen, als ich das damals konnte, wo ich doch überhaupt keine Ahnung von Ägypten und so hatte. Da habe ich dann mal irgendwas über die ägyptischen Gottheiten gegoogelt, über Ra und hast du nicht gesehen, den Sonnengott und was weiß ich alles. Auch dieses Rätsel mit der Waage, wo da die Feder und dieses Monster erscheinen bei Tomb Raider 4. Das ist auch ganz interessant, weil damals einfach von den Pharaonen, als sie gestorben sind, so abgewogen wurde, wie beschädigt, wie böse war die Seele, und ist das mit der leichten Feder irgendwie so auszugewichten, dass wenn die Feder schwerer ist als die Seele sozusagen, dann kommt man in den Himmel, weil man irgendwie gut war auf der Erde. Und wenn aber die Seele schwerer ist als die Feder der Maat, dann kommt man so irgendwie in die Hölle oder irgendwie sowas. Also unheimlich interessant, was so für Geschichten hinter dem alten Ägypten stecken. Das mal so als kleine Exkursion hier. Ja, in Peru. Ich weiß nicht, warum mir das nicht in einem Ägypten-Level einfällt zu erzählen. Ach verdammt, ich hätte mir das aufheben sollen für die Ancient Knowledge, da sind wir in Ägypten, da hätte ich das erzählen können, egal. Dann verweise ich in den Videos einfach mal auf diese Folge hier. Okay, so, jetzt mal zurück zu Tomb Raider 1 und Peru. Wow. Jetzt sind wir auf jeden Fall doch in der Stadt Vilcabamba angekommen. War ich doch gar nicht so verkehrt. Sehr schöne Musik, sie geht auch weiter. Ich vermisse hier gerade nur die Wölfe. Aber Tomb Raider 1 Gegner findet man hier generell nicht irgendwie. War ja in Atlantis auch schon so. Aber ich glaube, wir können da hoch. Diese Musik wurde verändert und irgendwie ja, aufgehübscht oder wie man das nennt. Auf jeden Fall wurde sie verändert mit anderen Chorsängern oder was auch immer.
sehr, sehr schöner Klang auf meinen Ohren. Muss ich hier an der Stelle mal festhalten. So, dann sind wir jetzt, wow, hier oben angekommen. Mehr oder weniger, wir sind jetzt gerade mal nebenbei abgerutscht, aber was soll's. Frage ist, ob wir hier oben halt schon weiterkommen, weil die Tür da noch zu ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich mit so... Ja, wie gesagt, ich bin hier noch in Quarantäne und noch nicht ganz genesen. Morgen kann ich zum Freitesten. Aber ich habe euch ja extra vorher vorgemalt, dass ich noch nicht ganz gesund bin. Aber hier über YouTube stecke ich ja keinen an. Also da habe ich jetzt absolut kein schlechtes Gewissen. Wenn man nicht mal mehr in der Quarantäne YouTube-Videos aufnehmen darf, dann weiß ich tatsächlich auch nicht. Okay, also eine verschlossene Tür nach der anderen und ein versteckter Hebel, der mir gerade hier ins Auge fällt. Ja, toll. Den hätten wir doch gleich mal sehen können. Jetzt dürfen wir alles nochmal laufen, da hoch. Das war irgendwie ungünstig getimt. Aber egal, gehen wir den Weg halt nochmal. Weil es so schön ist, Lara. Und der Sprung geht auch voll in die Hose. Und den lade ich jetzt auch, weil das Leben haben wir nicht zu verschenken. Dann rutschen wir erstmal wieder hier runter. Aua, aber das war jetzt nicht so schlimm vom Leben her, das passt. Jetzt hoffen wir mal, dass es keine Zeittür ist, aber das glaube ich jetzt auch nicht. Weil mit der Hangelstrecke und so, das dauert doch eh alles viel zu lang. Das wäre irgendwie komisch, wenn das ein Zeitspiel wäre. Auf jeden Fall, die Sprünge wollen jetzt alle nicht mehr so, wie ich will. Es schreit irgendwie nach einer Aufnahmepause. Und die mache ich jetzt auch. Aber dann können wir nämlich in der nächsten Folge diesen Weg nochmal gehen und da oben dann in die Tür klettern. Weil das wird heute eh nichts mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.